Amnesia Folge 6 sind wir, oder? Ja, richtig. Super. Wir haben eine kleine Pause gemacht, ungefähr... Ganz schön lang. Ein paar Wochen. kam ja was dazwischen, andere Let's Plays und so. Aber wir sind hier im Keller des Hauses Brennenburg und müssen ein Hinterzimmer finden oder so. Das ist der Weinkeller hier, wo doch die Leute, ja. Wo er die Leute damals umgebracht hat, die erst für ihn gearbeitet haben. Hier ist irgend so ein Biest unterwegs, das weiß ich noch. Soll ich immer die Fackel anmachen, sicherheitshalber. Wir sollen ein bisschen haushalten, aber hier ist es bei mir doch zu dunkel. So, wo geht's jetzt hier hin? Ich weiß es nicht mehr. Die Geräusche sind ja voll eklig. Diesmal sind meine Kopfhörer richtig laut. Anscheinend haben wir letztes Mal ein paar Geräusche verpasst, weil irgendwie unser Sound nicht richtig eingestellt war. Aber diesmal ist das so laut bei mir, ich verpasse nichts. Sehr gut. Bei mir ist es so halblaut. Da waren wir doch überall schon, oder? Oh, er wird schon wieder langsam mit Schucke. Stimmt, man darf ja nicht zu lange im Dunkeln bleiben. Shit. Da ist ja hell, da ist hell, da ist hell. Da ist schon wieder was von diesem Ätz-Zeug. Ich laufe jetzt einfach mal hier durch, oder? Ich merke gerade, heute bin ich total anfällig für den Scheiß. Ich auch. Das war letztes Mal, ging das eigentlich alles. Heute... Was sollen wir überhaupt machen? Wir sollen doch irgendwie rausfinden einfach, oder? Irgendwas mit der Hintertür war versperrt oder so. Kannst du mal nachgucken? Die Leute wissen das vielleicht auch nicht mehr genau. Memento, da stand das, glaube ich. Die Tür zum Hinterzimmer ist versperrt. Finde einen anderen Weg, um hineinzugelangen. Hinein? Ich will hinaus. Ich will, ich will nirgendwo hinein. Notizen und Tagebücher, da stand auch nichts dran. Da haben wir vorher schon mal geguckt. Wir sind jetzt gerade ein bisschen ratlos. Es hilft uns jetzt gerade auch nichts, wenn ihr das unten in die Kommentare reinschreibt. Weil wir es ja jetzt gerade nicht lesen können. Also durchsucht einfach mal ordentlich die... Irgendwas, wir sind in dieser Raffinerie. Weinkeller. Durchsuchen wir einfach mal hier systematisch den Weinkeller. Soll ich doch mal die Lampe anmachen, ne? Da ist, kann man da was anzünden? Wovon habe ich denn? Mit F machst du, glaube ich, die... Drei... Na, das ist mir alles... Mit Zunderfuchs machst du Sachen an, ne? Ja, aber ich würde gerne ein bisschen haushalten, ehrlich gesagt. Dann mach halt kurz zwischendurch die Lampe an. Aber hier kamen wir doch her, oder? Ich weiß es nicht mehr. Das hat schon eine Weile her, die letzte Folge. Haben wir noch mehr von dem Ätz-Zeug, dass wir dieses Material entfernen können? Also hier kamen wir rein. Eingangshalle. Und wir sind ja nicht umsonst hier. Das heißt, wir müssen hier einfach irgendwie weiterkommen. Hier ist immerhin das Licht an gerade. Da ist ein Hammer und eine Säge. So, dann kann nicht ich mal Hammer und Sichel. Damit kennst du dich dann wieder aus. Da wird es ihm jetzt schon wieder mulmig, dem guten Daniel. Kannst du mal ganz kurz die Lampe anmachen, bitte? Du hast noch gar nicht geantwortet, ob du weißt, ob wir halt von dem... von der Säure noch was haben. Ach so, ich glaube nein. Nee, Topf der Mixturen aller Art. Was ist da rechts davon? Öl wieder hin und links? Mal Lampenöl. Ach ja, die Armschiene. Die Armschiene, das ist auch ein bisschen komisch. Bisschen falsch übersetzt anscheinend. Und unsere Laterne. Na gut. Aber es war jetzt auch von diesem... Halte ich jetzt mal einfach immer links. So kann man links. Übrigens durch, gut durch ein Labyrinth, so mache ich das immer. Immer links halt. Wenn du mal im Labyrinth unterwegs bist, oder? Ja, ja, ständig. Okay, das ist der Raum, wo wir eben starten. So, das ist ja kreisförmig, ne? Also. Guck mal nach links, das ist der Raum mit dem. Da haben wir angefangen. Genau, dann gehen wir auch mal da links raus jetzt. Da ist eine Kerze, da ist ein Bücherregal, da ist auch nichts drin, außer Bier, oder? Ein paar Fässer, hier liegt auch weiter nichts. Okay, schauen wir uns mal hier um. Machen wir kurz Licht an. Okay. Ist auch eine Kerze, da hier vielleicht. Also, das kann man wegätzen. Aber das würde er doch automatisch machen, wenn ich da näher komme, oder? Ah! Wow! Das hat mich attackiert, das Zeug. Echt? Ja. Da ist eine Tür. Wieso haben wir die vorher nicht gesehen? Was da rechts? Guck mal an. Ach, das ist von der anderen Seite blockiert. Guck mal, stimmt. Das war aber zu vor sich hin. Schau mal. Okay, weiter links halten. Haha, jetzt bin ich glatt wieder erschrocken. Schön. Aber hier war auch nichts mehr. Ne, wir gehen einmal rum und wenn wir jetzt einmal gleich rum sind, dann können wir uns für einen Weg entscheiden. Ja, für welchen? Ja, es gibt dann keinen mehr. Der Reihe nach. Vielleicht sollten wir die Räume auch ein bisschen besser durchsuchen, anstatt einfach nur so durchzustiefeln, wirklich mal. Ich kann ja gerne mal ein paar Fässer beiseite. Kannst du nicht das Licht ausmachen? Ja, doch, ein Licht an in dem Raum, oder? Ja. Ja. Da müssen wir nicht die Lampe verwenden. Nee, die Nummer mit dem Buch zum Geheimgang, die hatten wir schon, also die ist jetzt hier bestimmt nicht nochmal. Nee.
Okay, hier scheint nicht zu sein. Dann halt weiter. Nein, nein, nein. Oh, was liegt denn da? Da hinten ist irgendwas auch nicht. Oh, eine Sonderbüchse. Na, immerhin. Sehr gut. Weg mit dir. Blödes Fass. Geh noch mal kurz ins Licht, bevor du weitergehst. Vielleicht kann ich hier bei bimmeln. Einmal anziehen. Kannst dich da aufhängen, wenn jetzt alles zu viel wird. Da hinten. Ja genau, und jetzt sind wir wieder hier, wo wir schon 1000 Mal waren. Was? Hörst du das? Nee. Du hörst das nicht. Dann ist dein Ding viel zu leise. Mach das mal lauter. Okay. Ja? Moment. Das zählt sonst nicht. Was höre ich denn nicht? So Frauengeschrei wäre da eben. Das träumst du doch. So, hier ist auch weiter nichts. Ja, nicht die Lampe unnötig. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, du gehst jetzt nochmal weiter. Wieder zurück in den Hauptraum, wo du eben herkommst. Was ist, wenn du da durchgehst? Das ist doch der Eingangsraum. In die andere Richtung. Wo? Da, 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 da. Da links hier. Jetzt. Links, links. Da kommen wir nur hier bei dem Waberzeug. Genau, raus, ne? Und die Tür ist hier blockiert. Okay. Das Zeug wegätzen, das haben wir schon probiert. Das geht nicht. Kann man die Fackel da anmachen vielleicht? Vielleicht sollte ich das mal mit der Säure attackieren, dann wäre ich bestimmt wieder angegriffen. Du hast doch keine Säure mehr. Aber dieser Chemietopf, was ist denn hier, wenn da schon mal so eine... Ah! Oh, ich glaube, ich weiß, wo es weitergeht. Jetzt muss man auch durchkrabbeln, oder was? Komme ich denn da durch? Wie bücke ich mich denn? Ah ja. Nee, wie? STRG. Okay. Hier ist aber freundlicherweise eine Lampe. Waren wir hier schon mal drin? Wow. Ich würde mich gerne in der Kiste verstecken und nie wieder rauskommen. Das war bei Resident Evil immer so. Da muss auch die Präsidententochter bei Resident Evil 4 immer in so Kisten stecken. Oh, geil. Ha. Mir hätte das auch ganz gut gepasst, glaube ich. Die dürfte jetzt fast voll sein. Guck mal kurz, kannst du nicht da die Truhe aufmachen? Da ist ein Mechanismus, wie ich hier reinkomme. Die Truhe kann ich nicht öffnen. Okay. Okay, da muss man irgendwie dran ziehen. Oder kurbeln, okay. Ist hier was Spannendes? Nee. Soll ich mal eine Laterne anmachen? Nee, weil wir hier eh nicht mehr so lange drin sind, oder? Ah, die Truhe da auf die kleine. Ah, guck an. Sehr gut. Würde trotzdem ganz gern haushalten. Ja, da haben wir ja eine Lampe. Eine ist ja an. So, dann kurbeln wir irgendwie an dem Gerät hier. Etwas blockiert die Kurbel und die Rolle. Die Kurbel wird blockiert. Ich glaube nicht, dass du es hier machen musst. Guck ich mal die Kurbel genau an. Hier ist ein Stock. Da muss ich mir jetzt ein Behelf bauen. Ich auch übrigens. Heute ist viel gruseliger als die erste Session. Ja, scheiße. Das letzte Mal war es irgendwie total relaxed alles. Ich glaube, das hast du dich verguckt, oder? Ah, ah, guck, das hilft uns wieder ein bisschen. Da wird ja auch immer, wenn man nur Rätsel löst, kriegst du ein bisschen geistige Gesundheit wieder. Ja. Reicht dir das schon? Ja, tatsächlich. Ja. Ich will doch nicht rein. Nein, oh. Nein, 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 nein. Hallo. Ja! Ah! Ja, das war doch klar. Was ist das ekelhaft hier? Mach mal die Lampe an oder so. Da brennt schon eine. Ja, so halbgar, aber eher. Also dieser Brennenburg, der hat wohl hier so Bio-Experimente gemacht im Keller, wobei dieser ganze Trupp von dem Gerich, Willem, irgendwie Kellerarchive, immerhin neues Level. Das sind alles die Leute, die ihm vorher geholfen haben. Die hat er angeheuert, um Leute zu entführen für irgendwelche Experimente. Und nachher hat er Angst gehabt, dass sie ihn irgendwie verraten könnten und hat die alle im Keller eingesperrt, wo die dann kaputt gegangen sind. Ja, aber die waren ja alle schon infiziert mit irgendwas. Wow, 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 was haben wir jetzt? Oh. Ah, ja. Nein, das ist das Wasserlevel, von dem alle die ganze Zeit geschrieben haben. Ja. Fuck. Ah! Ja, ich hör's. Oder bin ich das? Ah! Weiß ich nicht. Guck dich doch mal um. Ich will mich nicht umdrehen. Oh, jetzt bin ich schon tot. Ja, wie schnell ging das denn? Bleib vom Wasser fern. Ah, das ist mal ein guter Tipp. Ich spiel nicht. Wetten doch. Naja, jetzt wissen wir was. Also wir müssen uns... Wir dürfen aber uns nicht... aufstellen. Wahrscheinlich. Hüpft da mal auf eine Kiste oder so. Wie soll denn das gehen? Ja, hüpft da mal drauf erstmal schnell, bevor es halt... Bevor er gleich wieder Stress losgeht. Schnell. Danke. Boah. Das ist, da ist was. Oh. Aber das kann uns bestimmt nichts tun, wenn wir nicht im Wasser sind.
Guck an, genau, da müssen wir halt immer achten, wo der ist. Scheiße. Ist er jetzt da dann und nicht weitergegangen oder wie? Weiß es nicht. Hm. Ich glaube, wenn du ins Wasser gehst, kommt er wahrscheinlich immer zu deiner Position. Also ich muss bestimmt in diesen Raum da, weil da dieser Hebel ist. Ach, fuck. Das heißt, du musst schnell ins Wasser springen und dann wieder auf die nächste Kiste. Dahinter, aber nicht hier, der ist hier klar. Der ist wahrscheinlich da. Also wenn du jetzt hier links auf die, ins Wasser gehst und auf die Kiste springst, kommt er wahrscheinlich dahin. Ja, wie komme ich denn da rein? Hier, der muss ihn halt weglocken hierher. Ich kann vor allem, ich kann die Kiste hier zum Beispiel jetzt gar nicht nehmen und die ja, auch nicht. Das kann, wahrscheinlich kannst du die alle nicht nehmen. Spring mal auf die da links, auf die da. Geh mal weiter und spring dann gleich wieder drauf. Schnell, schnell, schnell. Guck dich um. Genau, guck. Jetzt ist er nämlich da, der verfolgt uns immer. Jetzt ist er ja, kurz aber hinter ist uns. Ist nicht so, dass ich einen großen Vorsprung mir rausarbeiten kann, oder? Was ist mit Licht? Kannst du rennen mit Shift oder wie ging das? Kannst du da hinten jetzt auf die nächsten Stapel rennen? Probier's mal. Boah. Hey, der ist aber genau neben uns. Wie scheiße ist das denn? Das hat uns hier cool den Weg abgeschnitten, gell? Hey. Oh. Ah ja. So, ich weiß ja nicht, ob ich in diese Räume rein muss, aber ich will irgendwie gar nicht. Und es sieht schon sehr nach dem richtigen Pfad aus. Hier links lang, oder? Ah, ah, ah! Bist du irre? Okay, da kommen wir. Ja, da schaust du was, du unsichtbarer Penner. Depp. Ja, der ist falsch gegangen, traumhaft. So ein Idiot. Jawohl. Jetzt komme ich hier wahrscheinlich ein bisschen da dampft was, ich Ja, da nicht zu nah ran. Wo ist der? Guck mal nach links, wo ist der? Wo ist der? Der ist da hinten, der ist aber ein ganzes Stück weit weg. Ja. Dann springen wir auf die nächste Kiste da. Da! Der Sound ist... Wo ist der? Wo ist der? Du musst wissen, wo er ist. Ja, der ist halt hier so. Du musst halt doch gucken, wo er ist. Ich hör's doch. Nicht so, dass er sich besonders subtil bewegt. Hallo. Ja, wir warten ja auf dich. Ist ja gut. Mein Gott. Das ist ein Anfänger. Die hat eine Mühe, Daniel. Schweres Tor. Oder, warte mal, da steht was im auf Journal. Es muss einen Öffnungsmechanismus. Natürlich. Oh. Ja, wahrscheinlich der Hebel, aber wie kommt man denn, wie soll man das denn machen? Der muss irgendwo anders sein, oder? Wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass das hier ist. Das wird einer der Räume sein. Naja, da war ja ein Hebel in dem Raum, aber... Ja, dann... ich meine aber, mich zu erinnern... Lass mal kurz leuchten. Nee. Irgendjemand, das ist ja schon Jahre her, was erzählt hatte von diesem einen Wasserrätsel und dass man da so kurbeln müsse. Das ist Oh, jetzt hat er mich schon. Ach, der wartet tatsächlich ganz nett hier. Der ist jetzt zu gerecht. Der ist ganz schnell. Ist halt genau da, wo das letzte Mal. Ja, aber er kriegt mich halt dann, gell. Ich bin mir fast tot. Ihm hat eine Armschiene. Meinst du? Ja, wir sind fast tot. Wie bin ich denn? Kaum bei Bewusstsein. Leichte Kopfschmerzen. Ja, kaum bei Bewusstsein. Ist super. Soll ich? Also kurz, geh nach oben links. Ist doch der geistige Zustand oben links. Den kannst du auch gar nicht heilen. Hier ist Herz. Ach, körperlich, okay. Ich würde es halt gerne nicht unbedingt gerne verschwenden, weil der bringt uns jetzt eh dann um. Also wir schaffen es doch sowieso nicht zurück und wieder hin und wieder zurück. Dann laden wir halt nochmal. Dann stirb halt. Aber ohne mich. Warte mal. Gehst du her? Dann stirb aber, ich mach so lange die Kopfhörer weg und guck nicht hin. Dann stirb jetzt. Nee, ich würde gerne noch rauskriegen, wie ich vielleicht in... Jetzt mach halt. Wie ich das mit dem Hebel hinkrieg. Jetzt stirb. Ja, man muss tatsächlich... Da? Ah, ein Kuppenschädel. Ich schmeiß ihm seine Birne. Da. Du musst tatsächlich in diese Räume rein. Und hier liegt was, nämlich einmal Laudanum. Hä? Was ist Laudanum? Für geistigen Zustand? Oder Laudanum ist die Armschiene. Die Armschiene? Für den körperlichen Zustand. Hebel sehen wir hier keinen, oder? Nee. Hui. Ich würde auch so gern. Jetzt sind wir aber voll in der Sackgasse, oder nicht? Fackgasse. Okay, weiter. Und Katz und Maus nennt sich das. Großer Scheiß nennt sich das. Ja, ich komm da nicht rauf. Nein, ja, links. Da kommst du nicht rauf, die kleine Kiste. Ja, ist ja gut. Oh. Ja, ist total gut. Warum hat sich eben körperlich ganz schnell erholt dann, oder? Das war zumindest nicht mehr so rot. Wie kam das denn? Das lag nur am Licht. Jetzt hätte ich natürlich einmal Laudanum, gell? Ach komm, einmal geht, oder? Ja, mach.
Wie mache ich denn das so? Nee. Doppelklicken. Ah ja. Eine Wunde blutet ziemlich stark. Dann in den anderen Raum halt. Das greift halt nicht, du. Kann man denn rennen? Ich hab das total vergessen, alles vom letzten Mal. Also ich muss halt da drin jetzt gleich noch auf die Kiste. Ja, zack, zack, zack. Und hier nochmal. Oh. Okay. Und dann ist der Hebel. Na, papp, papp. Ja. Oh, Mann. Klingt gut, oder? Ja, super. Können wir was mitnehmen hier? Die Folge wird jetzt extra lang, weil wir dieses Rätsel gerne noch... Ja, ja, das machen wir jetzt. Diesen Wasserpenner gerne noch loswerden würden. Ah. Okay, ja, sehr gut. Wahrscheinlich haben wir viel zu viel Energie schon verschwendet. Oh, nee. Naja, dann wissen wir jetzt wenigstens, wie es geht. Okay, doch erst in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann, ciao.